und herzlich willkommen zurück aus meinem Fischzimmer. Nein, es ist leider nur eine Ecke geworden. Ich habe hier leider auf der Höhe Schrägen und muss jetzt sozusagen mit meinem einen großen Regal und einem Mini-Regal vorlieb nehmen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe etwas Neues für euch. Und zwar habe ich bei einer anderen YouTuberin, die auch Kampffisch-Videos macht, entdeckt, die macht eine 30-Tage-Video-Challenge. Da jetzt der Februar ja schon angebrochen ist, habe ich mir überlegt, dass ich eine 15-Tage-Video-Challenge mache und alle 2 Tage ein neues Video poste. Und der Grund dafür ist, da ich hier meine Anlage komplett umbauen möchte, was diese Luftdinger hier angeht und die LEDs, das hatte ich euch ja schon mal gezeigt, das hängt hier alles leider so blöd rum. Und fürs Erste wollte ich da mal fragen, ob ihr darauf Bock habt, ob ihr darauf Lust habt, da so eine Challenge zu machen. Vielleicht sogar in Verbindung mit einem Livestream. Das würde mir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Und ansonsten würde ich immer so Mini-Videos machen von 5 bis 10 Minuten, also wirklich ganz kurz, wo ich dann halt kurz irgendwas zeige, was ich heute gemacht habe oder zeige, was ich mache oder einen neuen Fisch vorstelle oder Jungtiere vorstelle und so weiter. Ich wollte mal euer Feedback wissen dazu, was ihr davon haltet. Schreibt es mal unten in die Kommentare und dann freue ich mich darauf.